Also das andere. Hey, läuft wieder. Okidoki. So. Nichts. Aber egal, töten wir trotzdem. Jetzt alles soweit laufen. Twitch. Guck noch mal kurz. Die. Ja, okay, läuft wieder. Ja, da gab es eben halt noch eine kurze Unterbrechung. Sehr gut.
Wir wollen schnell weiter, okay. Ja, wie schon gesagt, schaut euch den die Mini-Stream-Aufnahme, falls es jetzt vorhanden ist. Ich weiß nicht, ob das jetzt bei Twitch da ist. Falls doch, dann guckt auf jeden Fall bei der vorherigen. Da habe ich hier ein bisschen was angeteasert zu morgen. Sprich, was morgen Abend abgehen wird. Der Schalt wird das so gesehen auf Phoenix machen und ich werde das auf Shiva und die Freya wollte das halt auch. Die hat das ja per Post geschickt und ja, freut sich über jede Beteiligung. Aber was genau wird auf jeden Fall noch als Video kommen. Ein kurzes Video dazu, wo ich das erläutere. Natürlich jeder selber seine Sache, ob der da mitmachen will oder nicht. Aber ja, sonst anschauen, falls euch das interessieren sollte. Und halt, was ich ja so in der Zeit geplant habe zu machen. Neben Final Fantasy 14 natürlich, was ja noch als weiterhin Langzeitprojekt und aktiver sogar. Aber ich will ja so gesehen nebenbei auch noch was anderes noch dazu bieten, damit ich halt ein bisschen noch mehr andere Leute noch so gesehen anspreche, noch mit dazu. Also sprich auch Anime-Community. So. Games und alles andere noch. Ja, sowas in Richtung. Ich hoffe echt, dass es da ist. Also ihr könnt das ja sonst unter meinen Videos ja mal gucken, ob das da ist. Ich hoffe schon. Weil ich wollte das jetzt hier jetzt nicht nochmal wiederholen. Ah, okay. Weg da. Was sie jetzt vor? Weitermachen? Ebene 20. Weiß nicht, ob da jetzt noch was Sinnvolles drin sei. Wandlung. Wie wird jetzt dieser zweite Teil streamen? Länger laufen als der erste Teil. Sorry, dass es da vorher abgeschmiert ist, aber ja. Scheiße, falls es euch das jetzt interessieren sollte oder ihr wollt es nochmal gucken, dann schaut euch den ersten Teil an. Wenn er ein bisschen oder wesentlich kürzer ist. Ja.
Aber immer an. Knapp. Sehr gut. GG. Gehen wir nochmal 56.200 Routine noch oben drauf. Auf jeden Fall sehr gut. Die Maschine ist soweit hier auch noch auf 60 machen. Deswegen level ich ihn ja so gesehen auch noch. Der gleichen Gruppe. Naja. Ah, ja, eine Scheibe fehlt mir noch. Habe ich den nächsten Mount. Ich habe ja davor das hier geholt. Dann haben wir ja eben halt das erste Mount von Yo-Kai Watch und Whisper Gondel Spezial. Das hatte ich ja mal dazu eine eigene Playlist gemacht und dazu auch ein Video und dementsprechend ja Erklärung, wie das halt so weiteres alles so funktioniert. Auf jeden Fall auch sehr cool. Ja, und dann habe ich ihm halt jetzt die Gloria seit letzter Woche mit The Feast. Hab noch ein paar Siege noch gefehlt. Ja, und jetzt wollte ich erstmal noch hier von Palast der Toten. Ja. Aber das habe ich ja auch schon im ersten Teil gesagt, diesen Stream. Das ist ja so gesehen der zweite Teil, weil davor ein Abbruch war. Deswegen nicht wundern. Aber ich denke mal, das habe ich bestimmt auch vorher als Vermerk gemacht. Man kann ja auch so Vermerks reinfügen. Oder ihr seht das unten in der Videobeschreibung. Wie ihr direkt zum Link des Videos kommt. Ich glaube eher das. Weil es gibt auch welche Leute, die gucken auch über das Handy. Da glaube ich, da sehen die diese Bemerkung nicht oder Anmerkung nicht, die da ja sonst angezeigt werden. Ich bin mir da jetzt nicht sicher, ich denke mal nicht. Deswegen werde ich das sonst vorsichtshalber unten in der Videobeschreibung oben hinzufügen, ganz oben. So.
Ja, und ab 3-4 geht es ja auch weiter hier mit Palast der Toten. Dann bekommen wir einmal dann 51 bis 100 mit Story und mit 101 bis 200 soll das eher sowas alles so wie ja, Ranking sein und sowas, wo man sich das so gegenseitig aufnehmen kannst. Also so Art bestimmt sowas wie da, so wie mit Rangliste, so ähnlich auch wie bei Cephis. Sowas in der Richtung. Ja, mal schauen auf jeden Fall. Aber ich wollte das ja auf jeden Fall erstmal hier zu Ende gebracht haben mit 1 bis 50, sprich ja, Mount und sonst gegebenenfalls auch die zwei Pets. Aber die kosten ja aber auch jeweils 3 Scherben. Man müsste schon Glück haben bei den Bronze. Ja, da hatte ich nur einmal jetzt nur Glück gehabt, eine zusätzliche Scherbe zu bekommen, weil sonst kriegt er immer sonst hundertprozentig bei jedem Ebene 50 Abschluss eine Scherbe. Als andere ist eben halt mit Glück verbunden, dass ihr das in der Bronze bekommen könntet. Weil ich glaube, das muss man auch vorher auch so gesehen auch abgeschlossen haben. Wenn man jetzt zum Beispiel wipen würde, glaube, dann ist die Scherbe auch weg, weil alles, was man hier sonst so bekommt oder auch Experience und so weiter ist. Also jetzt nicht die richtige Experience, sondern hier die, die man eben halt fürs Aufsteigen hier. Ich denke mal nicht für die. Oh, für die richtige Experience, wenn wir draußen sind. So, Phönixfeder. Ja, diese Fallen sind richtig böse. Die hauen uns auch ordentlich schon weg, denn, ne? Das hat man ja auch schon mal oft erlebt. Naja, jetzt muss ich wieder gucken, wann ich wieder die nächste Phönixfeder bekomme. Eigentlich bekommt man die eigentlich recht auch schnell. Aber ja. Man selber nicht retzen kann. Also sprich als Healer, wenn man keinen Healer hat, ist es natürlich schlecht. Was sich sonst mit Phönixfedern. Oder man hat diese Todesleuchten halt, ne? Aber da muss man erstmal hinkommen und das muss halt auch dementsprechend aktiviert sein. Natürlich auch ziemlich bad, diese Mimik. Megatränke. Ja, da wird mal wieder ganz Inventar damit vollgestopft mit den ganzen Tränken. Ah, super. Status. So. Ja, ready. Ich wollte zu der Goldruhe, okay.
Sehr gut. Was geht jetzt ab? So, da lang. Ah, mein Handy bewegt manchmal rum. Ah ja. Okay. Oh, guck mal, unten haben wir wieder eine silberne. Aufpassen, dass der Falle. Ja. Ach, die wollen da lang. Nein, 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 nicht das. Ich hab noch nebenbei noch Brave Exvius an. Kennt ihr aber bestimmt. Ach so. Ja, Wolski. Sehr nice.
Oh, guck mal, da unten ist wieder eine. Dass in Zukunft jetzt immer die anderen Leute öffnen. Die haben, glaube ich, eher Glück. Weil ich habe jetzt dafür jetzt schon erst 30 plus. Bräuchte ich eigentlich noch 4 Waffe-Upgrade. Einen zusätzlichen Upgrade-Punkt, wo ihr, wenn ihr Ebene 50 abgeschlossen habt, bekommt ihr dann auch noch zusätzlich. Ja, wahrscheinlich, oder? Die Monsterfallen sind echt auch böse. Besonders wenn du solche hier bekommst. Ja, okay, Manticore ist am Start. Mimik? Wo? Wo ist Mimik? Hä? Da. Okay, mal. Da gibt uns Debuff. Der ist nicht gerade cool. Oder so. Jetzt glaube ich, ja, okay, jetzt ist das sowieso vorbei. Verwandlung hat ein Ende gefunden. Ja, Mimics können auch ganz schön fies sein. Einwandlung. Bam. Ja, der haut ordentlich weg, der, ne? Wenn man da in der Nähe stehen bleibt, der bämst einen richtig weg.
Sehr gut. Ja, wie schon gesagt, ich soll das sein lassen. Doch, die wollen doch nicht kämpfen, dann hätte ich mir das auch sparen können, egal. Tränke sind sowieso eh nichts mehr wert, wirklich. Außer die Max-Tränke, die können auch gut über die Tilge gehen, aber die anderen alle nicht. Boss? Ist ja schon einen Trank nehmen eigentlich. Dass er uns da umkippt. Natürlich nicht so cool. Ja, super. Gut, weil diese Eulen sind richtig fies, wenn sie mit ihrem Fiebsten kommen, dann schläfern sie erstmal umstehende Spieler ein. Oh, shit, diese blöden Minen.
man ihn immer. Sehr gut. Weil es ist krass, wenn die aufsteigen. Ebene 26 und schon auf Stufe 44. Wow. Ja, schon recht schnell eigentlich, ne? Die wollen auch den seinen Raum noch erkunden. Na, ja, gehen wir mal hin. Was haben wir denn da für eine Truhe? Kann ich eine Bronze? Dafür Schatz? Wo? Oh. Achso, ja, für die nächste Ebene bestimmt. Ja, genau.